Leute reden einfach so, ohne Wissen, mit Unwissenheit. Der andere sagt, ja, weißt du, Bruder, ich habe so viel in meinem Leben gemacht, Allah wird mir niemals vergeben. Wer sagt dir das? Wer erzählt so einen Blödsinn? Egal, was du getan hast, kehre zurück zu Allah. Egal, wie viel du gestohlen hast an Geld, Dealerei, Zuhälterei, alles egal. Kehre zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und hör nicht, was die Leute dir sagen an Blödsinn. So viele Leute reden ohne Wissen, meine lieben Geschwister im Islam. Reden über Allah, über die Religion ohne Wissen. Und genauso, meine lieben Geschwister im Islam, eine Geschichte, die mir ein Bruder erzählt hat, die auch wirklich passiert ist. Es gab eine Schwester in Frankreich. Was war sie? Sie war nicht einfach nur, ja, eine Frau, die, sag ich mal, nicht so richtig praktiziert hat. Sie war eine Prostituierte. Sie hat im Bordell gearbeitet, wa'iyadhu billah. Nicht gebetet, sowieso. Schlimmer als im Bordell arbeiten. Ja, nicht gebeten, dazu noch im Bordell arbeiten. Als Prostituiert. Irgendwann mal hat sie eine Schwester kennengelernt. Und diese Schwester ist verwandt mit diesem Bruder, der mir das erzählt hat. Sie hat sie kennengelernt. Und hier und da. Und dann kam sie zur Moschee. Diese Schwester. Die Prostituierte, ja. Sie kam zur Moschee. Und ne, gebetet und alles, und sie hat dort geweint wie ein kleines Baby. Und hat sie gesagt, bringt mir ein Hijab. Bringt mir ein Hijab, bringt mir ein Kopftuch, bringt mir eine Bedeckung. Sofort, sofort. Und dann haben sie ihr ein Hijab gebracht. Und hat sie gesagt, ab heute werde ich diesen Hijab draußen vor den fremden Männern niemals ausziehen. Niemals. Ab heute fange ich mein neues Leben an. Ab heute werde ich ein neues Kapitel anfangen. Ab heute werde ich eine neue Seite aufschlagen. Ich ändere mein Leben. Ab heute, ab jetzt. Schaut mal, das ist eine Prostituierte, meine lieben Geschwister im Islam. Eine Frau, die mit fremden Männern Sinner gemacht hat für Geld. Eine abscheuliche Tat. Eine Großsünde. Eine Unverschämtheit. Eine Befleckung der Ehre. Ihre Ehre und die Ehre ihrer Eltern und die Ehre der Muslime, eine Muslima, die im Modell arbeitet. Und dann, was passiert, meine liebe Geschwister im Islam? Sie ging raus und auf einmal kommt ein Auto und überfährt sie. Die Schwester stirbt. Allahu Akbar. Schaut mal, meine lieben Geschwister im Islam, wenn Allah subhanahu wa ta'ala seine Diener auswählt, vor allen Dingen diejenigen, die Tauber machen, die für ihre Sünden bei Allah subhanahu um Vergebung bitten. Schaut mal, was für ein Ende sie hatte. Direkt von ihrer Tauba ist sie gestorben.